Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem Prehistoric Swamp. Unsere beiden Spinos aus der letzten Folge haben auch wieder ganz tolle Namensvorschläge von euch bekommen. Und zwei von euch haben sich hier auch verewigt. Und dann ging es auch schon weiter mit dem Bauen. Und zwar genau an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Dort habe ich dann erstmal das Land ein wenig angehoben. Und dann versucht, den Weg möglichst in der gleichen Schwingung weiterzuführen, damit das Ganze alles nachher schön von oben aussieht. Und hier habe ich so eine kleine Aussichtsplattform geplant. Die sollte dann auch wieder vom Weg abgehen. Wieder so eine runde Plattform, wie wir sie ja schon öfter im Park hier verwendet hatten. Das wollte ich dann auch so beibehalten. In der Mitte der Plattform habe ich dann wieder eine andere Wegfarbe verwendet, wieder diese dunklere. Das habe ich ja auch mittlerweile schon öfter gemacht. Und dann den Weg noch ein wenig weitergeführt. Und jetzt ging es schon an das Gehege. Dafür habe ich einmal das Land um diese Plattform und den Weg ein wenig abgesenkt. Dann die Ränder schon mal ein wenig in Steinfarbe eingefärbt. Und dann auch schon angefangen, ein paar Felsen dort mit einzuarbeiten. Die Felsen um diese Plattform herum sollten eine natürliche Barriere bilden, damit die Besucher einen freien Blick auf die Lebewesen, die in dieses Gehege kommen, haben werden. Dann habe ich noch an den Stellen, wo der Weg war und jetzt nicht mega viele Felsen, einen Zaun eingezeichnet. Dieser war dann auch wieder nur auf der Vorderseite. Ich habe den dann einfach hinten an dem Berg enden lassen. Und hier auf der hinteren Seite habe ich mir überlegt, dass ich so eine kleine Rundung mache und dann hier den Berg noch ein wenig erweitere. Dort dann alles ein bisschen uneben machen und hügelig und natürlich am Ende nochmal überglätten. Und dann habe ich auch noch einige Felsen eingearbeitet, gerade an den Endstücken, damit es dann ein wenig schöner von dem Übergang vom Zaun zu Berg ist. Ich habe dann aber auch allgemein nochmal den Berg mit ganz vielen Felsen eingekleidet, damit es alles natürlicher aussieht. Als nächstes habe ich dann angefangen, die Jurassic Tour Strecke durch das neue Gehege zu planen.
diese Jurassic Tour wird, glaube ich, am Ende richtig cool werden, wenn wir die gemeinsam fahren, weil die halt durch fast alle Gehege vom Park gehen wird. Und ich habe mir für dieses Gehege sogar eine Besonderheit überlegt, denn ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass man hier die Jurassic Tour mal so ein kleines Stück durch relativ flaches Wasser fahren lässt. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn man im Auto sitzt. Natürlich musste ich auf der Rückseite, wo der Berg war, dann trotzdem noch einen Zaun einzeichnen, den ich dann wieder unsichtbar gemacht habe, damit dort auf der Seite keiner ausbüchsen kann. Und jetzt noch ein paar weitere Felsen in den Berg mit hineingearbeitet. Und dann habe ich noch zwei Futterspender auf beiden Seiten vom Gehege platziert. Dann kamen schon die ersten Bäume in das Gehege. Und dann auch noch so ein paar von diesen Sumpfbüschen, die wir ja auch schon häufiger verwendet haben. Und auch noch normale Büsche natürlich, die durften auch nicht fehlen. Als nächstes habe ich dann auch noch ein paar Felsen in das Gehege direkt platziert, gerade im Wasser ganz viele. Und dann kamen auch wieder ganz viele von diesen umgefallenen Baumstämmen und Ästen in das Gehege. Und damit wir einen kleinen Unterschied zu den anderen Gehegen haben, habe ich mich dazu entschieden, diese, ja, was sind das überhaupt? Das sind, glaube ich, Tannen, wo die Nadeln ausgefallen sind. Solche Bäume auf jeden Fall in diesem Gehege zu verwenden. Dann musste ich eigentlich nur noch den Feinschliff vornehmen und ein paar finale Anpassungen machen. Und wir lassen jetzt unsere Bewohner für das Gehege frei. Und das sind vier von diesen riesigen Urzeitkrokodilen. Vier Deinosuchus. Die passen natürlich perfekt in so einen Sumpfpark, finde ich. Wie die laufen. Voll lustig. Da sind sie. Schon am Fressen. Oh, hier schweben sogar noch ein paar Sachen. Sehe ich gerade.
Da muss ich gleich aber nochmal ein bisschen korrigieren. Das geht so nicht. Mache ich gleich noch fertig und dann passt das. Müssen wir ja jetzt nicht machen. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass ihr hier unsere neuen Bewohner seht. Und ich finde, die passen wirklich richtig toll in das Gehege. Und ich bin später echt gespannt auf die Tour. Das wird bestimmt richtig cool, wenn die dann hier auch kurz so durchs Wasser und sowas fahren, die Tour. Das ist bestimmt richtig interessant. Oh, gefällt mir das neue Gehege. Und das soll es auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Schreibt gerne schöne Namensvorschläge für unsere vier Dinosuchos in die Kommentare. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.